idyllischer Ort. Grüne Wiese, ein Baum in der Mitte und ich laufe ganz gechillt zu dem Baum hin und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Majora's Mask. So, zum alles entscheidenden Finale. Uns fehlt ein halbes Herz, das ist nicht schlimm. So, der, cool. Mein Joystick ist eingerastet und ich laufe von selbst. Ich könnte jetzt den Joystick hier, den Controller zur Seite legen. Ja, okay, jetzt ist er zurückgegangen. Ja, ich brauche unbedingt einen neuen Controller. So, und jetzt reden wir mit dem letzten Kind. Alle sind fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Ja. Yeah. Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Du hast das Gesicht der grimmigen Gottheit erhalten. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Drücke C und finde es heraus. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber. Und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir? Jetzt sind wir im Inneren des Mondes. Da sind wir schon die ganze Zeit, aber... Die Vermächtnisse. Odolvar. Georg. Goat. Twinmold. Ching! Und los geht das. Unser Endboss. Majora's Maske. So, und warum ist dieser Endboss einfach? Ich zeig's euch. Wir könnten das jetzt auch ohne die neu erworbene Maske machen. Ich mach's aber mit. Aus einem Grund. Es ist einfach geiler und es geht auch schneller. Die Mucke ist so geil. So, weil wir können jetzt diese Lichtblitze verschießen. Müssen uns noch nicht mal mit ihm persönlich beschäftigen. Das ist schon geil. Und das ist so fix jetzt, das geht jetzt so schnell. Wir müssen aufpassen, die Vermächtnisse, die werden uns auch angreifen. So. So, du bist down. So. Ah. Immer weiter drauf. Und ah, schön. Da war ein Nachzügler. Das war's. Wir haben Majora's Maske besiegt. Damit beenden wir dieses Let's Play noch nicht. Und jetzt hört euch die Geräusche an. Majora's Huhn. Majora's Inkarnation. So, der ist jetzt ein bisschen sehr schnell. So, ich mache jetzt erstmal den hier platt. So, und, aber wenn wir den erstmal hier haben, dann ist der auch ganz schön schnell down. War's das? Oder gibt es noch eine dritte Form? Er pumpt sich auf. Er wird doch nicht... Er wird sich doch nicht zum Super Saiyajin verwandeln. Oh mein Gott. Der hat die geilste Stimme. Majora's Magia. Majora's Wrath. So, ich wurde getroffen. So, und der ist auch ganz einfach. Einfach immer weiter drauf. Und das war's schon. Ich lege den Controller zur Seite. Ist schon ein bisschen mies, dass man den Endboss so einfach schaffen kann. Gibt noch eine zweite Variante, ihn zu machen. Als Link. Ist allerdings ein bisschen doof. Das zeige ich euch aber noch. Das zeige ich euch noch. Jetzt nicht direkt im Anschluss, aber ich zeige es euch noch. Spätestens dann, wenn wir alle Herzen haben. Alle Herzteile, weil... Das mache ich definitiv nicht mit nur drei Herzen. Der Mond. Er schaut nach oben. So sieht es zumindest aus. Ich nehme einfach mal an, da ist die Kameraeinstellung geändert worden. Leute, wir haben das Spiel durch. So. Jetzt gibt es nur noch eine letzte Szene, die wir uns angucken müssen. La da, da da.
Das sieht aus, als würde der rülpsen. So, und der Ton, der hakt jetzt ein bisschen sehr, aber das war... ich weiß nicht, woran das liegt bei meinem Emulator. Dämmerung eines neuen Tages. Ach, ich glaube, ich brauche meinen Controller doch nochmal. Ah, er ist wach. Ja, ich muss ein bisschen weiter drücken. Oh mein Gott, das Horror-Kit. Es sieht so harmlos aus. So idyllisch, die Stadt ohne einen gefährlichen, herunterfallenden Mond. Ihr habt mich also nicht vergessen? Nein. Ihr seht mich immer noch als euren Freund? Da gehen sie von dannen. Sein Körper bebt. Die müssten doch eigentlich alles platt treten. Und nun gehen sie wieder in ihre Gebiete, um diese zu beschützen. Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollten nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Es ist schön, Freunde zu haben. Ob wir auch Freunde sein können? Du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hat. Ja, und das waren wir in Ocarina of Time. Ich weiß, lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich hier nur auf der Durchschleise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Er hat Angst. Er hat ihn ja überfallen und hat die Maske geklaut. Ich kann es verstehen, dass er zittert. Würde ich auch machen. Ich hätte auch Angst. Solltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? Bin ich doch schon. Ja, eigentlich schon. Wann immer sich Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied. Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst. Guck mal, eine Mario-Maske. Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Jene Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehelicher Wahlerfreude. Und er verschwindet einfach im Nichts. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Jo, hast recht, ich verbiss mich. Ha! Link! Danke. So kurz vorm Heulen. Danke. Ich
finde, das ist ein sehr, sehr schönes Ende für dieses Let's Play. Let's Play The Legend of Zelda. Majora's Mask. Producer Shigeru Miyamoto. So, jetzt muss ich hier für mein erstes beendetes Projekt ein kleines Statement machen. Lass mich an meiner Kippe ziehen. Dann überlege ich mir, was ich dazu sage. The Legend of Zelda Majora's Mask ist im Jahre 2000 für die Konsole Nintendo 64 erschienen. Ist der direkte Nachfolger von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Laut Timeline ist es das dritte Zelda. Kommt ja erst Skyward Sword, dann kommt Ocarina of Time und dann kommt Majora's Mask. Zumindest laut der Timeline, die ich im Kopf habe. Die damals der gute Luxlike Link aufgestellt hat. So, ein paar Worte zu diesem Abspann. Für jedes Bild, das wir hier sehen, jedes Bild steht für eine Maske, die wir geholt haben. Und wenn wir diese Maske nicht gesammelt hätten, würden wir diese Maske einfach hier sehen. So, es ist der insgesamt, müsste ich jetzt überlegen, 1, 2, 3, 4, 5, sechste Teil, der rausgekommen sein muss. Erst kam The Legend of Zelda, The Legend of Zelda Link's Adventure, The Legend of Zelda Link to the Past, The Legend of Zelda Link's Awakening, dann müsste schon Ocarina of Time und Majora's Mask kommen. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ach ja, ist das nicht wunderschön? Hier der Abspann, der spannt hier ab. Ja, was gefällt mir in diesem Spiel besonders gut? Es ist ja, wie die meisten wissen, eins meiner absoluten Favorite Zeldas. Es ist, von den Zelda-Spielen her ist es mein Lieblingsspiel und von allen Spielen ist es eines meiner Lieblingsspiele. So. Warum? Durch diese zeitliche Begrenzung. Man glaubt's kaum. Die meisten sagen, alleine wegen dieser zeitlichen Begrenzung mögen sie Majora's Mask nicht. Ich finde es gerade deswegen geil. Weil man kann sich seine 3 Tage immer anders einteilen. Und guck mal, wer da kommt. Da kommt der Postbote. So. Vor allem ist es mal was anderes, als ständig Ganondorf aufzuhalten, die Welt zu zerstören und den Schatten zu hüllen. So. Und kennt ihr diesen Tanz? Das ist Kamaros Tanz. Den haben wir denen aber noch gar nicht beigebracht. Warum wohl? Weil wir dann Herzteil bekommen würden. So. Ja, man kann sich halt seine Zeit immer anders einteilen, seinen 3-Tageszyklus immer ein bisschen anders einteilen. Und es ist auf jeden Fall eine sehr gelungene Abwechslung zu dem stinknormalen Zelda, Ganon besiegen, alle Tempel durchrushen und. Vor allem, was es bei diesem Zelda gibt, was es bei den anderen, bei zum Beispiel Ocarina of Time nicht so stark gab. Man muss ja Tatsache vor jedem Tempel noch was erledigen. Vor dem Dämmerwald-Tempel müssen wir eben in die verlorenen Wälder, also in die diese verlorenen Wälder und in die den Deku-Palast. Vor dem Pikai-Burnia-Tempel müssen wir eben hier den Geist von Damani befreien und das Lied lernen. Vor dem Schädelbucht-Tempel müssen wir die Zora-Eier finden und vor dem Felsenturm-Tempel müssen wir eben diesen Drecksbrunnen, habe ich Drecksbrunnen gesagt? Entschuldigung, müssen eben diesen Brunnen durchrushen und die Ruinen von Ikana. Und dann gibt es eben noch diese ganzen Sidequests wie Kafais Quest und die Spinnenhäuser. Also ich finde es einfach nur geil gemacht. Und guck mal, wer da ist. Ja, da ist jetzt erstmal Guru Guru. Aber ich hatte jetzt die aus der Schwertschmiede aus den Bergen gemeint. Ugor und der andere Typi. So. Support, Unit, Supervisor, Graphic Support, Animation Support. Oh, und die haben wir ja ganz vergessen hier. Oh. Das Ende von Kafais Quest, meine Freunde. Wir erleben hier das Ende von Kafais Quest. Die wunderschöne Anju in einem wunderschönen Brautkleid mit ihren wunderschönen blauen Augen. Und sie hält um die Hand von Kafai an.
Es ist in Majora's Mask übrigens, das ist geil gemacht. Tingle schwebt genauso, dass man Kafei als Erwachsener nicht sehen kann. Wir werden nie erfahren, wie Kafei als Erwachsener aussieht. So, da sehen wir auch Madame Aroma, die Mutter von Kafei, den Mann aus dem Kuriositätenladen. Und alle sind glücklich. Krimia und Romani. So, der Butler aus dem Deku-Palast. Ihr erinnert euch ganz am Anfang, diese traurige Figur. Es ist sein Sohn. Und wir erinnern ihn ja an seinen Sohn, wenn wir in der Gestalt des Dekus sind. Ja, wir haben den... In der Deku-Schale ist der Geist des Sohns des Butlers. Und wir reiten wieder durch die verlorenen Wälder. Denn der eigentliche Grund, warum wir in die verlorenen Wälder gegangen sind, ist, Navi zu suchen, die uns verlassen hatte. Und nun reitet Link zurück in den Kokiri-Wald und erzählt Salia und seinen Freunden und Zelda von seinen Abenteuern in den Ebenen von Termina. Das war Let's Play The Legend of Zelda Majora's Mask im 3-Herz-Run. Ich sag tschö, ciao, ciao, euer Nightfox. Ende.